Was geht ab, meine OZ-Fighter-Hoser hier und genau das, wir sind wieder zurück mit ein bisschen Blazing, Freunde. Wir werden heute summon, denn, ja, zum einen habe ich Blazing in letzter Zeit kaum gespielt, eher passiv. Ich kann auch, glaube ich, sagen, dass dem Blazing kaum was ging, vorsichtig ausgedrückt. PvP war ja auch offline, ist wieder online jedenfalls. Eigentlich wollte ich in dem Banner von Blazing Bash, Madara und Obito summon, aber ich habe mich letztendlich dagegen entschieden. Ich habe in den letzten Mal kaum gesammelt, Freunde. Sei es für Minato oder Tralala. Denn kürzlich ist erst dieses Banner live gekommen, Freunde. Mit Ausführungsstrichen LR Naruto und LR Sasuke. Und ich habe keinen von den beiden. Deswegen werden wir heute mein Glück mal hier versuchen. Und ich bin gespannt, ob wir einen der beiden ziehen können. Wir gucken uns gleich mal die Steps an. Aber was geil war auf jeden Fall, in diesem Banner hier von Blazing Bash, Madara und Obito, da hatten wir wieder die alten Raids. 1% Rates. Ich bin gespannt, ob das in Zukunft so bleiben wird. Hier sieht das ein bisschen, das Ganze ein wenig anders aus. Wir werden uns das gleich beobachten. Außerhalb davon, die anderen Featured Charaktere sind gar nicht mal so schlecht. Wir gucken uns das Ganze mal an. Es sind 6 Steps. Ah, es sind gar nicht 9 Steps. Hab mich mal drauf gespannt. Ich weiß, ob meine Pearls reichen werden. Ich habe es überhaupt nicht ausgerechnet oder so. Ich dachte, es wären 9 Steps. Dann ging ich von vorne weg darauf aus, dass ich keine volle Rotation schaffen werde. Jedenfalls, erster Multi wird 40 Pearls kosten mit erhöhten Rates für die Featured Charaktere. Zweite wird dann 30 Pearls kosten. Dritter wird 50 Pearls kosten mit erhöhten Rates für Naruto Uzumaki, also Friend und Might Guy. Und vierter wird dann mit erhöhten Rates 50 Pearls für LR Sasuke, sag ich mal. Seid mir nicht böse, wenn ich LR Sasuke und Naruto sage. Die hießen damals LR, weil die dann, ich glaube, das waren die ersten mit 0,33% Rates. Die heißen natürlich anders. Und Kakashi, fünfter wird 30 Pearls und im sechsten wird eine der Featured Charaktere garantiert sein. Wir versuchen einfach mal unser Glück. Moment. Wir gucken erstmal die Drop Rates hier an. Ich glaube, es sollte jetzt. Wir haben ja erhöhte Rates. Im ersten haben wir, glaube ich, 1%. Genau 1% für die Featured Charaktere, Freunde. 15 Featured. 2 davon sind quasi Naruto und Sasuke. Einen der beiden hätte ich gerne. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob wir auf die letzte Rotation kommen. Wir machen einfach mal spontan. Summon wir ein wenig. Und. Weil die sind wirklich sehr gut. Das sind die zwei besten Units, kann ich, glaube ich, immer noch sagen, im Spiel. Ich weiß, ob es noch so ist, ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich würde, glaube ich, Naruto einen Ticken Vorteil geben. Naruto ist etwas besser, auch im PvP. Oh, Gott sei Dank, einer. Wir haben erhöhte Rates und dann kommt nur einer. Ihr könnt mich auch gerne korrigieren, kann sein, dass es sich geändert hat, aber ein von den beiden wäre auf jeden Fall nice. Erhöhte Rates, GG. Oh nein, bitte nicht, wenn sie mit erhöhten Rates nicht kommen, dann will ich gar nicht wissen, was gleich abgeht. Jedenfalls, genau. Wenn ihr mich persönlich fragt, welchen von beiden hältst du gerne, bin ich ehrlich, ja, jetzt sind wir bei 0,33%. Oh je, hier einzuziehen wird nichts sein. Das kann ich einfach draufhalten. Ich hätte gerne Sasuke, um jetzt sein. Warum ich fand Sasuke, also, wenn mich jemand fragt, Lebenscharakter und so, früher habe ich immer Sasuke gesagt, heute sieht das vielleicht ein wenig anders aus. Ich finde an sich die Uchiha-Klang geil. Aber ich hätte auch natürlich nichts gegen Naruto, weil Naruto ist auch richtig gut. Also, die zwei Units sind brutal gut und wenn man einen der beiden hat, ist es nur eine Bereicherung des See. Oh Mann, ich hype die so auf und dann kommt sowas. Hör doch auf, bitte. Wir sind ja gleich fertig. So schnell gehen die Summons im Blazing, oder was? Oh. Was? 2%? Heißt, in diesem Step haben wir 2% für Naruto und dann für Sasuke im nächsten. Oh mein Gott, 2% sind schon gut, Freunde. Freunde, wenn ihr mir etwas Glück schenken wollt, macht mal hier bitte Hashtag Naruto. Hashtag Naruto. Und im nächsten dann Hashtag Sasuke. Es wäre wirklich geil, wenn ihr ein bisschen Glück senden könntet. Wenn ihr selbst summonet in Blazing, dann wünsche ich auch auf jeden Fall sehr viel Glück. 2%. Jetzt kommt bestimmt geil. Ja. Also die Feature-Charaktere sind gar nicht mal so schlecht. Kaguya wäre nice. Wenn ich einen Typ von Kaguya noch bekomme, bekommst du, glaube ich, ihre Heal-Ability. Okay, ein Sparking wollte ich gerade sagen. Ein Golden Charakter haben wir auf jeden Fall. 2%, jetzt bin ich drauf gespannt, was hier abgehen wird. Es war nur einer. Ich meine, ja, geil, aber trotzdem, warum nur einer? Oh, warum kommen dann nicht mal so 5 Golden oder so? Das sind die Dreams, ne? Wenn es aufpoppt, dann ist es eher. Ja. 2% für Guy und Naruto, und dann kommt random 10-10. Willst du mich verarschen, Game? Wey, hör auf bitte. Jetzt haben wir 2% für Sasuke, Freunde. Wenn ihr mir ein Hashtag Sasuke habt, wäre es wirklich geil. Also ich hoffe, euer Hashtag Sasuke ist ready.
Ich habe jetzt übel eigentlich Angst, hier drauf zu klicken, aber wir machen einfach mal. Das Ding ist ja jetzt, wenn ich mir das so ansehe, das sind nur 6 Steps. Heißt, ah, natürlich, was heißt nur 6 Steps? Man braucht schon Pearl Souls nicht. Aber im 6. ist eine von den Featured Charakteren, eine von 5 und 2 davon ist, also, sind quasi, also, Elle, also ich würde sagen, 2 davon sind Elle, aber das stimmt ja nicht, manche sind da böse. 2 davon sind entweder Sasuke oder Naruto. Das ist halt, das ist schon eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Chance. Naja, 3. Oh, bei 2% Rates für Sasuke, 3 Stück. Bei 2% Rates für Sasuke. Ja, Mann! Ja, Mann! Ey, oh mein Gott! Geil, geil, geil. Warum tripp ich so? Das ist wie, als hätte ich jetzt LR Majin Vegeta gezogen, wenn ich das vergleichen durfte, okay? Es ist jetzt nicht so, dass ich Naruto so klein rede oder so. Naruto hat schon auch viel von meiner Kindheit geprägt, von meiner Jugend, um es besser zu sagen. Jugendzeit, Schulzeit auf jeden Fall. Und vor allem Sasuke und LR Sasuke. Also, bitte, bei mir ist gesagt, nicht böse, wenn ich ihn LR Sasuke dann. Manche sind da böse. Oh, geil! Damit, oh mein Gott, 2% Rates EDs, Freunde. Und wir haben noch 2 weitere. Geil, der ist wirklich. Oh, jawohl, jawohl, jawohl. Das freut mich richtig. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Das hat es doch gelohnt, auf jeden Fall. Kaguya, sehr schön. Dritter Dupe für Kaguya. Sollte ihr Heal sein. Tenten, hast du dich verlaufen oder was? Geil, geil, geil. Das hat mich sehr gefreut, Freunde. Vielen Dank für euer Hashtag Sasuke, ne? Vielen lieben Dank, wenn ihr da mitgemacht habt. Oder auch an sich. Einfach danke, dass ihr einschaltet, Freunde, wenn euch das Ganze gefällt. Wenn euch an sich Blazing gefällt, ich würde euch nicht versprechen, dass Blazing Daily oder so kommt. Es ist mal immer ein Zusatz, wenn was abgeht, bringe ich gerne Blazing. Ich spiele es auch nebenbei. Aber wenn ihr ein bisschen mehr Blazing sehen wollt, dann könnt ihr mich das gerne wissen lassen, Freunde. Ja, jetzt wieder Standard. 30, richtig. Und danach haben wir sogar noch einen. Danach haben wir sogar den 6. und daraus, das ist einer der Featured. Einer der Featured ist im 6. Okay, ich will nicht zu voreilig sein. Okay. Bei diesen Reduzierten, da ziehe ich nie was. Gucken wir mal. Bei diesen Reduzierten, wenn da ein Gold kommt, dann ist GG. Wenn nicht, dann ist nichts Neues. Aber dieser Sasuke-Pull, der war richtig geil. Das gefällt mir richtig. Vor allem so Body, also das Body-Type ist auch nice auf jeden Fall. Einen, okay. Ob wir einen von denen mit 0,33% droppen, weiß nicht. By the way, ganz ehrlich, von den Golden, wenn das wieder aufpoppt, nein, hör auf! BD. Warum bin ich so getickt? Ich habe vergessen, das sind natürlich auch andere Goldcharaktere. Das sind ja nicht nur die 5. Weil ich habe alle außer Naruto. Halt, wenn es aufpoppt, dann wäre es Naruto. Den Boy kenne ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Was für ein Type? Wisdom Type? 360, okay. Ich weiß nicht, ob der. Könnt mich gerne wissen, ob der gut ist oder nicht, aber der sagt mir gar nichts mehr. Ah nein, es ist der mit Ding, glaube ich. Es ist der mit dem Susanoo, wenn man den awakt. Weiß nicht, schau das nach mal in Ruhe an. Vor allem im letzten Step haben wir jetzt einen von den Featured Charakteren. Einen von den Featured ist am Start im letzten Step. 5 sind Featured. Was wäre, wenn jetzt Naruto kommt? Das wäre zu krank. Naruto. Naruto, Nandato. Naruto, ich gesagt! Komm schon, ey. Eine von den 5 Featured. Wenn es Naruto ist, dann raste ich aus. Dann ist halt GG. Dann haben wir beide gezogen. Aber, also, ich. Ja. Wir sind noch mittendrin. Wir sind noch mittendrin. Ich will noch nicht allzu viel sagen. Gucken wir uns das Ganze mal an gleich. Ich bin gerade zu auf. Ich weiß, warum ich so aufgeregt bin. Zwei Stück, okay. Aber dieser Sasuke-Pull, der war echt gut. Weil, ihr müsst wissen, Freunde. Lasst mich ganz kurz eines sagen, bevor ich hier draufklicke. Am Anfang haben wir einen und am Ende. Der am Ende ist der Featured. Ein von den 5. Lasst mich ganz kurz was sagen. Blazing habe ich damals, als es im App Store erschienen ist, runtergeladen. Bisschen gespielt, hat Spaß gemacht. Hab's aber zur Seite gelegt. Kaum noch gespielt. Wann kam ich zurück? Im letzten Jubiläum. Als eben Sasuke und Naruto gedroppt sind. Und da haben alle meine Freunde angefragt. Und die haben natürlich Glück gehabt und haben entweder Sasuke oder Naruto oder beide gepullt. Und ich war da so. Kein von beiden hatte ich. Und deswegen cool, dass ich einen ziehen konnte. Okay. Alter, der letzte ist es halt legit. Oh, ich wäre fast runtergefallen. Was?
Es ist nicht Naruto, aber es ist einfach Sasuke Dupe. Es war nicht Naruto, aber es war einfach ein Sasuke Dupe. Krass, Freunde, so viel dazu. Lass mich ganz kurz den Boy zeigen. Zwei Stück haben wir gezogen. Zweimal unserem Boy Sasuke, sag ich jetzt einfach mal. Ich wollte gerade Sasuke sagen, aber das war geil. Das war richtig geil, dass wir beide ziehen konnten. Wo sind die denn? Ich sehe den gar nicht. Der ist, hier, guck mal. Oh mein Gott. Boost Attack bei. Okay. Zweimal einfach, Freunde. Wirklich krass, krass. Ich hoffe, das ganze Video hat euch gefallen, das ganze Thumb-Video zu Blazing. Es gab mal wieder ein Thumb-Video. Wenn euch das Ganze gefallen, könnt ihr dem Ganzen gerne ein Like geben, Freunde. Und falls ihr neu seid und das Ganze gefällt, wie gesagt, könnt ihr auch gerne ein Abo geben. Ich bedanke mich für die ganze Unterstützung in der letzten Zeit. Und es ist einfach, wir haben zwei Stück gezogen. Das ist geil. Ich finde das Banner gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Wirklich. Also auch die anderen Featured-Charaktere sind nicht schlecht. Und es ist ein 6er-Step. Mit diese 2%, die sind schon viel, wenn man auf die Steps kommt. Und dann im letzten eine von den 5, wir hatten Glück, das war Sasuke und zuvor haben wir auch gezogen. Freunde, Dankeschön, dass ihr immer einschaltet. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.